Und dann reden wir nochmal mit Beppo, der ja keine Milz mehr hat. Bevor ich jetzt hier den Hubologen da töte. Auch wenn ich selbst ein AHS-1 bin. Hast du meine Mädchen gefunden? Nein, noch nicht. Ja, ich suche gar nicht danach. Nein, ich werde sie finden. Ich bin unendlich dankbar für das, was du tust. Ich werde es nicht vergessen. Ja, ja, null Probleme. Ja, wer? Cool. Der Waffenhändler. Wer? Wie hieß denn der? Der hatte doch so einen mächtigen asiatischen Namen, ne? Wir haben hier keinen Asiaten anwesend. Kann ich von ihm nochmal die Gesprächshistorie angucken? Nein. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt viel einfacher. Nee, nun wirklich nicht. Aber wir kriegen das schon noch hin, hoffe ich. Das ja hier ist der einzige Händler, wo ich jetzt sage, so, ja, der hat einen asiatischen Namen. Ob jetzt asiatisch ist, ist so eine andere Sache. Das ist der einzige, wo ich sagen würde, ja, das kommt hin. Aber der hat halt keine Milz. Und es ist halt auch nicht der Samai Chong. Maida Chong ist der muss ja jemand sein, der ein Spielchen mit ihm getrieben hat. Oh, warte. Achso, ach. Die Person hier steht hier in der Ecke, okay. Aber ist auch nur eine Wache. In dem Gebäude waren wir hier drin? Das ist der. Ein Ladenbesitzer. Guten Tag, willkommen in meinem Laden, dem fliegenden Nachtendrachen. Wer bist du? Ich bin Lao Chu. Bingo! Hier gehört dieser Laden. Fliegende Achterdrache heißt er. Ein Laden für alles. Aber ich handle vor allem mit Informationen. Was für Informationen? In jeder Stadt passiert kaum etwas. Worüber ich nicht Bescheid wüsste. Natürlich musst du wissen, welche Frage du stellen musst, klar? Was willst du also wissen? Ich suche eine Milz. Eine Milz? Haha, mal sehen. Chip von der Waldes hat neulich seine Milz beim Kartenspiel verloren. Ich habe sie Dr. Wong verkauft. Er war sehr daran interessiert. Okay. Wie kann man denn seine Milz verlieren? Er war betrunken, sturzbetrunken. Den ganzen Abend hat er ihm seine Milz zu schaffen gemacht. Da hat er sie halt verwettet. Du hast also seine Milz genommen? Ja, es war eine Spielschuld. Und er ist ein ehrlicher Mensch. Okay. So, ich brauche noch weitere Informationen. Ausrüstung, wissen wir schon. Ich habe gehört, eine Gruppe von Dorfbewohnern wurde von Flugmaschinen hergebracht. Das stimmt nicht. Sie kamen von Norden und sind über uns hinweg, übers Meer geflogen. Über den Horizont? Wie zum Henker soll ich da hinkommen? Keines unserer Boote ist für solche Entfernungen geeignet. Es sei denn, du kriegst den alten Tanker im Trockendock wieder hin. Das Schiff ist zwar alt, aber lässt sich mit ein bisschen Arbeit bestimmt wieder flott machen. Frag die Vagabunden, wenn du mehr wissen willst. Okay, vielen Dank. Ja, das ist quasi das, worauf wir hinaus müssen.
Im Endeffekt. So, Dr. Wong. Ne, du bist Dr. Fu, ne? Fung. Dr. Wong. Der war wahrscheinlich hier drüben. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und mir steht wieder die halbe Mannschaft hier im Weg. Ist der Hammer. Machst du Dr. Wong? Dr. Wong. Ich habe noch Fragen. Ich habe gehört, dass du die Milz von jemandem hast. Oh ja, in der Tat. Ich werde sie mit Sauerbohnen zubereiten. Dazu einen guten Chianti. Oder Chianti. Hast du sie noch? Du weißt sicher, dass man zu diesem Wein Leber serviert und nicht Milz, oder? Ha, ja. Ich habe diesen alten Film auch gesehen. Moment, was sagst du da? Du sagst bloß... Ja, es ist eine menschliche Milz. Eine menschliche Milz? Das hat mir Lao Chu verschwiegen. Sag deinem Freund, dass er morgen bei mir vorbeikommen soll. Dann werde ich sie ihm gerne zurückgeben. Ich hoffe nur, du findest einen Weg, sie rechtzeitig wieder einzusetzen. Na schön. Gut. Dann düsen wir mal wieder von denen. Wenn Cassidy, wenn der Wallhacker schlechthin ist, er kriegt gleich einen Wegbann. Oh, der Kampf hier ist vorbei. Interessant. Der Drache ist ein Held. Okay. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Und sagen mal, hey, ich habe deine Milz gefunden. Hey, geh zu Dr. Wong. Hey. So, du hier. Hattest du diesmal Merkel mit meiner Milz? Ja, Dr. Wong GC hat sie und wird sie dir wiedergeben. Geh und rede mit ihm. Okay. Vorher sollten wir vielleicht überlegen, wie wir sie wieder einsetzen. Könntest du mit Dr. Fung darüber reden? Ja klar, ist gut. Kann ich machen. Ich bin dir undenklich dankbar für das, was du für mich tust. Ich werde es nicht vergessen. Okay. Auf zum Doktor! Ist ein bisschen viel hin und her gelaufen gerade. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wir haben Zeit. Hab ich gehört. Glaub ja nicht dran, aber ich habe davon gehört. So! Herr Doktor! Ich bin wieder da! Vielleicht hat er auch gerade ein paar Simpacks dabei, die ich irgendwie kaufen kann. Simpacks. 5 Stück. Oh, ist okay. Kann man mal machen. Hab zwar natürlich nicht mehr so viel Geld. Ist klar. Aber zur Not kriege ich auch an jeder gefüllten Ecke nochmal ein bisschen Geld. Ne, ein bisschen Farm hier, ein bisschen Farm da und sowieso haben wir noch so viele Waffen zu verkaufen. Das wäre also nicht so das Problem. Einem Freund von mir fehlt die Milz. Kannst du ihm helfen? Das ist kein Problem. Allerdings kostet das 1000 Dollar und zwar im Voraus. Bist du einverstanden? Ja, ist okay. Sag deinem Freund, er soll herkommen und dann werde ich ihm eine neue einsetzen. Alles klar. Gut. Dann düsen wir mal zum Arzt. Zu Chip. Sagen ihm, ey, geh mal selber zum Arzt, Bursche. Kann ich immer für dich zum Arzt gehen hier? Das bringt auch nichts. Was, du brauchst eine neue Niere? Kein Problem, ich gehe für dich zum Arzt. Und plötzlich hatte ich die dritte Niere. Simultan. Hast du Funk gesprochen? Ja, und er wollte 1000 Dollar. Ich habe sie bezahlt. Ich bin dir echt dankbar. Komm morgen wieder, dann werde ich versuchen, dir zu helfen. Besser wär's. Besser wär's wirklich. Okay, warten wir mal bis zum nächsten Morgen.
Bitte warten Sie. So, Ende im Gelände. Ist er wieder da? Danke für alles, Kumpel. Also war das jetzt nicht ganz so prickelnd, ja? So, weil er jetzt das Gebiet noch nicht verlassen hat? Oder wie ist das? Bis zum Morgen ausruhen. Du erhältst 3000 Erfahrungspunkte. Geht doch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie besser ich mich fühle. Also, was wolltest du von mir? Wie kriege ich dieses Brot in Gang? Frag den Captain, er ist oben in der Kabine. Ich habe noch ein paar Fragen. Wo sind meine Leute, weißt du was? Man sagt, sie seien nach Westen gebracht worden, übers Meer. Deine Chancen, dorthin zu kommen, stehen wahrscheinlich am besten, wenn du diese Badewanne wieder fortmachst. Alles klar, vielen Dank. Gut, dann hoffe ich mal, dass der Captain jetzt mit mir redet. Hoffentlich war Chip ein Freund vom Captain. Ja, jetzt kann ich Chip haben und seine Milch. Gut. So, Herr Captain. Wow, ein Held und Milzfinder. Ich habe gehört, was du für meine Männer getan hast. Vielen Dank, womit kann ich dir helfen? Man sagt, du bist derjenige, der alles über dieses Schiff weiß. Dieses Schiff ist ein Poseidon-Tanker. Es ist mit einer Technik ausgerüstet, die von vor dem Krieg stammt. Es hat ein SHS, mit dem man in den Navigationscomputerraum gelangt, und ein IFF-Transponder. Der ist vor Poseidon-Gewehren schützt. Warum weißt du das alles? Ich tat Dienst in der Enklave, bis mir aufging, dass ich nicht für die USA kämpfte, sondern für ein paar reiche alte Hirnrisse, die an der Macht bleiben wollten. Da bin ich desertiert und nun lebe ich hier zusammen mit anderen ehrlichen Leuten. Ehrliche Leute? Meinst du einfach diese Typen? Ja, bei diesen Typen weißt du genau, woran du bist. Die fackeln nicht lange. Die Enklave war ein Rudel Hyänen. Von einer Sekunde zur nächsten fallen sie über dich her. Was genau ist eigentlich die Enklave? Die Enklave ist ein Relikt aus alten Tagen. Wenn du in diesem Ding hier übers Wasser zu Pointe kommst, wirst du es selbst sehen. Und wie kann man es steuern? Wie man diesen Kern steuert? Fülle ihn mit Benzin. Frag mal bei den Hypologen oder den Ski, wenn du alles andere erledigt hast. Und drück auf den Knopf. Den Rest macht der Computer, falls er noch funktioniert. Es wird auf direktem Weg zu Pointe segeln. Und man wird nicht auf euch feuern, weil du den IFF-Transponder hast. Du musst nur dafür sorgen, dass du alles Nötige hast, um zu allem Zugang zu halten. SHS, funktionsfähiger Computer und Benzin. Ist auch ganz einfach, oder? Okay. Was ist ein IFF-Transponder und ein SHS? IFF. Identifiziere Freund oder Feind. Das bedeutet, dass dieses Schiff als Freund identifiziert wird und andere Poseidon-Stationen, wie zum Beispiel eine Bohrinsel, nicht auf dich feuern. Wenn du in Schussweite kommst, ach so, und ein SHS ist eine Art Technologie der Enklave, mit der du eine Tür elektronisch öffnen kannst. Wahrscheinlich wirst du einen ihrer Basen finden. Was für eine Bohrinsel? Es gibt noch eine große Poseidon-Bohrinsel draußen auf dem Wasser. Sie ist die letzte Basis der Enklave. Und wenn mich nicht alles täuscht, wirst du deine Freunde dort finden. Error. Okay. Was hatten wir denn da? Elektronische Dietrich MK2. Also kein SHS. Gut. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit den Ski sprechen will. Ich brauche Benzin. Das heißt, wir gehen zum Hypologen und erledigen diese. Weil wegen brauchen wir ja nicht. Ne? Und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen fragen, so, hey, Benzin, hey. Kann man ja mal machen, ne? Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte. Aber kann man ja mal machen.